Ein Start-Zielsieg. Kann sie jetzt natürlich aus dem Ganzen machen. Mit null Punkten, mit dem bester Situation aus Runde Nummer 1, bester Situation aus Nummer 3. Aber doch, wir haben es bisher gesehen. Das ist einfach, das ist eine Nervenangelegenheit. So. Noch gar nichts will ich verschreien. Es ist, man merkt, dass nicht nur eine Finja kämpft, sondern mindestens genauso eben auch Lavino. Und er kämpft sich eben über diesen Drittletzten. Jetzt sind es nur noch zwei Hürden, die es zu überwinden gilt. Und das sollte doch bitte für diesen unglaublichen Kämpfer machbar sein. Nach einem fantastischen Sieg in 1, in 2. Es folgt der triumphale Sieg jetzt auch noch in der letzten Runde. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das war für mich die beeindruckendste Runde. Gänsehaut habe ich nach wie vor noch. Fing unglaublich stark an. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, als würden die Kräfte bleichen, ein bisschen nachlassen. Aber was es ausmacht, ist dieses Kämpferherz. Das Kämpferherz eines Lavino auf jeden Fall. Und das Kämpferherz einer Finja Bormann. Sie sorgen für wirklich einen Start-Zielsieg hier im Finale bei